Willkommen bei Black Tree Gaming, Green Hell Co-Modus mit Achim und dem Phil. Hallöchen. Hallöchen. So, da wir jetzt ja unser wunderschönes Haus endlich aufgebaut haben. Ich sehe das. Phil trägt schon das Ding hoch. Ja. Haben wir uns gerade jetzt dazu entschlossen, dass wir noch einen Lehmofen bauen. Genau. Schauen wir jetzt gerade mal, jetzt gehe ich mal da rein. Geplant hatte man den mal hier hin setzen. Jetzt schaue ich mal, ob das da auch hin passt. Ah, jawohl. Gut. Das ist gerade dahin. Zack. Ich bin mal gespannt, was man damit machen kann. Einen brauchen wir noch, holst du gerade? Jo. Okay. Ah, nach der Falle können wir mal noch gucken, ob die zugeschnappt hat. Stimmt. Die haben wir unseren Zuschauern noch gar nicht gezeigt. Sicher? Nee, gesehen haben sie noch nicht. So, was muss man da? Holz reinstecken oder was? Ein Feuer? Ja. Ah, wir müssen ein Feuer da reinmachen. Muss mich mal waschen. Ich mach mal ein Feuer rein. Könnt ihr mal gucken, ob wir da einen großen reinkriegen? Großes Feuer? Jo. Da machen wir. Machen wir ein großes hier. Groß geht nicht. Klein geht auch nicht. So, muss man da direkt die Stöcke reinmachen? Keine Ahnung. Weil das Zeichen ist ja schon da. Lehmkohleofen. Drei Lehmziegel. Fertig. Jetzt probiere ich es nochmal. Also ein Feuer gehört da nicht rein. Oh, da bin ich aufgepasst, bin eingeschlafen. Unten. Bist du gerade in der Nähe? Nee. Warte mal. Ich bin schon wieder dreckig, ich muss mich mal wieder waschen hier. Schweinerei. You gotta be kidding me. Ja, da liegt er wieder rum und faulenzt. Mhm. Hab gedacht, ich chill mal so auf dem Schlammboden unten. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag. So. Ich muss mich mal waschen. Man kann sich nur unten waschen, oder? An dem Wasser ziehen kann man sich nie waschen, oder? Und dann gehe ich mal zu Bett. Achso, ja, dann komm ich auch. Und dann würde ich mal gucken, dann mal gucken, ob der Fuzzi da vorne noch ist. Ja. Also legen wir mal hin, ja? Ja, komm. Oh, warte mal. Oh, bring mal noch Feuer mit. Holz noch mit. Oder lassen wir es ausgehen? Nee, oder? Nee, machen wir noch das Holz drauf.
Ach Scheiße, der Fisch. Verkogelt. Ja. Ja, komm, dann werden wir lassen uns rausgehen. Nicht so, so. Okay. Was liegt denn da noch? Ah. Schlafen? Jupp. Die Frage, ob dieses Dach mit den Palmen wirklich das dicht ist. Weil wenn man jetzt auf den Boden guckt. Ja, aber es ist unterm Ding tropft es auch. Ja, ganz unten tropft es auch. Okay. Was ich meins. Ja. Oh, das Feuer geht leider. Brennt sogar noch. Sollen wir nachfeuern oder? Nee, es lass doch ausgehen kommen. Okay. Schauen wir nach der Falle? Ja, Moment. Mir hängt gerade irgendwie ein Speer. Komm ich mal mit nach vorne. Hoffe mal, dass der Nachbar weg ist. Nee, da steht er wieder. Oh. Aber die Falle ist bisher nicht ausgelöst. Okay. Da steht er wieder wie so, so armgespreizt. Warum? Warte mal, ich geh mal hin. Soll mal ein Bild machen, ja. Sonst glaubt mir das ja keiner. Mensch, ich soll mich mal nach da hinten bewegen. Mach halt. Ja, ich laufe jetzt mal nach rechts. Oh, da ist ein anderer. Und tschüss. Ich sehe keinen. Also hier steht einer so. Genau da, genau vor dir jetzt steht wieder einer. Da wo vorhin auch schon einer stand. Ja, da steht keiner. Noch näher, noch näher. Stopp. Stopp. Ne, jetzt bin ich schon durch. Ja, jetzt ein bisschen drehen jetzt. Ja, das ist, der macht nichts. Also wenn ich ihn jetzt was macht, dann macht, dann bewegt er sich. Oh, da steckt ein Stammespfeil. Auf der anderen Seite kommt einer, auf der anderen Seite kommt einer. Der schießt mit Pfeile. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Da ist noch Besserungsbedarf. Mit dem Gebüsch ist nicht so ideal. So. Ja. Okidoki. Oh, unsere dritte Pflanze trägt auch. Wasserfilter ist jetzt voll. Cool. Also zwei von den Kokosnussflaschen geben circa ein Viertel. Also ist 80 ein Viertel. Ja. Also 320 Hydrationen kriegst du da rein. Boah, super. Das ist schon gewaltig. Das ist gewaltig gut, ja. Damit kann man sich mal echt gut besorgen.
Wie schnell die Banane da wächst, du? Hm? Aber wenn du aufs Ding guckst, noch nicht mal Viertel. Die andere ist ein bisschen über Viertel. Ich bin am überlegen, ob ich noch so eine Falle aufbaue, aber ein bisschen weiter vorne. Ja, wenn dann vielleicht da unten in dem... Wo die Schweine sind, genau. So. Oder ja, was meinst du da unten? Da, ja. Die Schweine sind ja schon relativ weiter weg. Nee, ich meine jetzt eher da in dem Flussbeet da. Da läuft ja auch abends immer so ein Tier. Ja. So, dann gucken wir mal noch hier, solange Achim das da macht mit der Falle. Weil ich kann ja eh nicht raus gerade. Schauen wir mal, was mir hier noch das Gestrüpp hier, das nervt mich schon die ganze Zeit. Schauen wir jetzt mal noch um. Gartenarbeit hier vor der Hütte machen. Jetzt habe ich nichts verstanden. Wir sollten mal ein bisschen Gartenarbeit vor der Hütte hier machen. Tut mir leid, ich bin 50. Ja, ich verstehe dich nur ganz schlecht. Mal. Ich kann abgehauen. Tut mir leid. Mal, was wir noch bauen können. Na, gerade. Oh. So eine Lehmdusche. Wasser haben wir jetzt ja genug. Schauen wir uns mal die Lehmdusche an. Gewaltig aus. Frage, wo wir die hinbauen, sollen wir die runter ans Wasser stellen? Nee, lass sie doch oben. Okay. Du hattest ja vorhin mal gemeint, diese Dinge weghauen da, diese Nusspflanze da. Ja. Aber, nee, ist das die einzige Nusspflanze hier? Nee, wir haben da noch voll viele rumstehen. Also, dann hau ich die jetzt mal um. Weil die nervt wirklich jetzt. Jetzt beim Bauen da. Okay, das sind auch Palmblätter. Ah, ich glaube der Strunk bleibt immer stehen. Keine Ahnung. Überhaupt sagt die Blätter sind mal weg. Ja.
So, und die zweite Bogenfalle steht auch. Seriously? So. Räumst auf im Vorgarten. Ja. Ach, war schon weg. Na, sieht schon wesentlich besser aus. Das Ding kriegt man jetzt aber echt nicht weg. So, jetzt will ich das da noch weg haben. Und das müssen wir auch noch zur Seite machen jetzt hier. So, dann wäre das jetzt super geil, wenn jetzt hier die Lehmdusche hingehen würde. So wie ich das gerne hier hätte. Was meinst du, Achim? Jo. Stell hin. Kommt man da noch rein? Müsste, gell? Ja. Schau mal, da gibt's das Bambus-Räuchergestell. Mhm. Da, wenn du da was räuchern kannst, wär bestimmt geil. Och nö, ich hol keine Holzscheide. Kannst du dir das? Oh Mann, aber ich kann nicht rüber. Ja, ich hol. Da muss mich erst waschen. Oder ich rüste mich mal auf mit irgendwelche Waffen oder sowas, damit ich mal wieder, weil ich habe gerade gar nichts. Ich habe ja auch keine Waffen gerade, weißt du? Ich gehe rüber und hol's. Das sind lauern doch zwei, hast du gemeint. Weißt du, wenn ich sie sehen will, würde ich sie abballern, aber. Ja. Wenn, also die Fischfalle ist eigentlich auch überall unnötig da, oder? Können wir auch langsam wegballern. Warum? Da sind doch immer mal wieder Fische drin. Wo ja, du dann einfach noch rausnehmen musst. Die kleinen Kackdinger da. Nö. Nö, also ich hatte auch schon die, keine Ahnung, Kreuzknopf. Ah, stimmt, ja. Also die war... Eben wollte ich machen. Deswegen war ich da unten. Nehmen wir den Leben aus dem Wasser. Zack. Also dazu. Gut, dass es jetzt nicht regnet. Oh, ich habe ja nicht meine Kokosnussflasche mehr. Ah, da hätte ich dir drei. Kokosnuss. Hast? Hab's da hingelegt, ja. Wo? Ah, da. Okay.
steht noch. Die zweite wurde auch nicht ausgenutzt. Bringen wir die Lehmbollen nach oben für die Lehmdusche. Und dann schauen wir mal, was die Lehmdusche bringt. Und der Ari bringt jetzt Holzscheide. Super. Aus wie der Badewanne da oben drin. Ja, ich habe den Sinn noch nicht so ganz verstanden. Außer klar, wenn man dreckig ist, okay, drunter stehen, aber... Also oft ist es regnet, steht schon nicht mehr beim Regen. Oh, stell dir mal vor, so ein großer Snickers-Riegel oder Mars-Riegel. Dann steht gleich für Diabetes. Brauchst du noch was? Ah ja. Pfeile. Pfeil. Ruhig. Gut. Jetzt Lehm. Da noch eins. Da? Nee, war nur Lehm. Was bei mir ist alles? Ne, das fehlt bei mir, fehlt da noch ein Ding. Und dann hoffen wir, dass es bald regnet, dass wir dann diese Lehmdusche mal ausprobieren können. Nee, ich bin echt gespannt. Gespannt bin ich. Ich glaube, du musst schon mal Lehm produzieren, oder? Ja. Zwei bauen wir noch. Hast du noch Asche? Jo. Super. Ich hab noch Arsch in der Tasche. Arsch in der Tasche. Was mache ich? Moment. Okay, ich muss mich unbedingt waschen. Ich habe schon 5 Mal dreckig.
Ich wasch mich erstmal, ja? Jo, ich bring mal den letzten hoch. Need a rest. Ja, ja. Ich muss mich ausruhen. Zack. Nimmst du den letzten oder was? Jo, wo ist noch ein? Der letzte jetzt, ja. Ja, okay, jo, hab ich. Würde mich ja interessieren, woher wir Eisen und so bekommen. Ich glaube, da habe ich schon mal Erz in der Höhle gesehen. Ah, was ist hier da? Bambusstock. Zum Glück haben wir Bambusstöcke mitgenommen. Zum Glück haben wir genug gebracht. Ach, jetzt haben wir einen großen dabei. Hier sparsam mit den Bambusen um. Fertig. Dann. Die Dusche kann nur mit Regenwasser gefüllt werden, ja, das ist mir schon klar. Und dass man die nicht von mir füllen von oben. Aber guck mal, eine Badewanne. Geil, hä? Ich bin schon drin. Guck schon wieder drin. Ja. Gehen wir schlafen? Jo, ich habe jetzt zwar noch zwei Fische im Koffer. Achso. Die kann ich auch Feuer machen, oder? Können wir gehen schlafen. Ist besser. So, liebe Leute, wir haben die Dusche produziert, gebaut und konstruiert. Das müssen wir morgen, wenn es mal regnet, mal testen, wie das funktioniert. Wahrscheinlich drunter stehen und dann wird man sauber. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Bis dahin, ihr wisst Bescheid. Kommentare, Glocke, abonnieren, alles Mögliche. Ciao, ciao. Tschüssi.